das Isdal in Norwegen. Vor 53 Jahren finden Wanderer die verbrannte Leiche einer Frau. Ihre Identität wurde nie herausgefunden. Offiziell war es ein Suizid, doch vieles deutet auf Mord hin. Es gibt dann zu viele Dinge, die auf eine Drittperson hindeuten, als dass man die dann in der Gesamtheit ignorieren könnte. Es war mitten im Kalten Krieg. Sie wird verdächtigt, eine Spionin zu sein. Sie standen eine Weile zusammen, da schöpfte ihr Verdacht. Hinweise führen in die Schweiz, zum Spionage-Hotspot Genf und zum Nazi-Banker François Genoux. Es gibt wenig gesicherte Fakten und viele spannende Spuren. Die Lösung liegt irgendwo da draußen und vielleicht in der Schweiz. Beginnen wir von vorne, beim Fundort. Es gibt kein Feuer, nur die Frau brannte, offenbar mit Benzin. Beim Bahnhof findet die Polizei zwei Koffer. Darin sind Kosmetikartikel, die Markennamen weggekratzt. Eine verschreibungspflichtige Salbe, die Namen von Arzt und Patientin weggekratzt. Laut Polizeidokumenten hatte sie Geld in mehreren Währungen. Darunter 5,50 Franken. Eine weitere Spur in die Schweiz. Ein Nähset aus dem Hotel Regina in Genf. Die Isdal-Frau hatte Perücken. Deshalb erstellt die Polizei unterschiedliche Phantombilder. Doch niemand kennt sie. Niemand vermisst sie. Eine internationale Suche bleibt erfolglos. Auf Hotelmeldescheinen und Reisen benutzte die Isdal-Frau mindestens 7 falsche Identitäten. Rasch kommt der Verdacht auf, dass sie eine Spionin war und ermordet wurde. Für den Geheimdienstexperten Adrian Henny ist das plausibelste Szenario, dass die Isdal-Frau in Spionage verwickelt war. Dazu würden auch die Reisen in die Schweiz passen. Geheimdienst arbeitet eben unter anderem mit sogenannten menschlichen Quellen, wo man anwirbt, damit sie Informationen beschafft. Und so eine Informantin könnte die Isdal-Frau gewesen sein. Und solche Informanten, die trifft man in der Regel in einem sicheren Drittland, eben zum Beispiel der Schweiz. Im Jahr 1970 ist sie eine Drehscheibe von der internationalen Spionage. Das ist ein Begegnungsort für Spionen, für Agenten, für andere düstere Geschalten, um auch Aufträge zu erteilen und Missionen vorzubereiten. Und gerade Genf als Sitz der UNO, von verschiedenen anderen internationalen Organisationen, ist ein absoluter Hotspot der globalen Spionage im Jahr 1970. Trotzdem, 3 Wochen nach dem Fund der Leiche gibt die Polizei eine Pressekonferenz. Es sei kein Mord. Erste Stunde so hat man gott fra, at det ikke forelod. Fra første stund på åstedet, vi må jo si om ikke de endelige, så vel de kriminaltekniske, rettstoksikologiske og rettsmedisinske uttalelser, synes ikke rokke vår oppfatning i det. Ein Suizid, der nichts mit Spionage zu tun habe. Nei, det tror jeg trygt kan slå fast, at det ingen holdepunkter. Ja, enda mer, det kan vi helt utelukke. In Bergen gibt die Polizei damals deutliche Antworten. Auf Fragen, die noch offen waren. Und trotz des Spionageverdachts. Oder gerade deswegen? Die Polizei vertusche etwas, vermuten viele. Denn ein Suizid scheint sehr unwahrscheinlich. Ich mache mich in Norwegen auf die Suche. Und fahre zum einzigen noch lebenden Polizisten, der damals im Einsatz war. Als junger Polizist rückte er am Sonntagmittag, 29. November 1970, aus und fand die tote Frau im Isdal. Mittlerweile ist er 84-jährig. Er lebt außerhalb von Oslo. Bitte nehmen Sie Platz. Thank you. Wie war es, sie dort zu finden? Es war sehr seltsam. Wir fragten uns, was passiert war.
Und wir wissen es immer noch nicht. Wurde sie getötet? Tötete sie sich selbst? War es ein Unfall? Was war es? Schauen wir uns ein paar Bilder an. An was erinnern Sie sich? Das ist der Ort. Hier fanden wir sie. Ihre Beine lagen hier. Alle Etiketten an den Kleidern waren entfernt. Die falschen Identitäten und verschiedene Namen in den Hotels. Offensichtlich wollte sie sich verstecken. Karl Holvor Aas arbeitete nach dem Fund nicht weiter an dem Fall. Doch er und seine Kollegen sprachen oft über die Ermittlungen und deren plötzlichen Stopp. Glaubten Sie und Ihre Kollegen, dass es ein Suizid war und es keine Verbindung zur Spionage gab? Die meisten von uns glaubten nicht an einen Suizid. Ich frage mich, was um alles in der Welt ist passiert? Der Fall wurde untersucht. Es gab so viele Fragen. Wir wollten wissen, was es war, aber wir hatten keine Antworten. Dann wurden die Ermittlungen gestoppt. Der Polizeichef sagte, keine Ermittlungen mehr, es ist ein Suizid. Aber ich bin nicht sicher. I am not sure. Auch ich habe Zweifel an der offiziellen Version der Polizei von damals. Ich möchte den Recherchen nochmals von vorne nachgehen. Das Isdal neben der Stadt Bergen. Hier scheint die Sonne nur im Sommer. Sonst ist es schattig und kalt. Auf den Tag 53 Jahre nach dem Fund treffe ich eine norwegische Journalistin, die den Fall genau untersucht hat und die Selbstmordtheorie skeptisch sieht. Morit Higraf. Isdal ist norwegisch für Eistal. Eisig. Du magst leverig. Sehr eisig. Ausnahmsweise haben wir einen Schlüssel erhalten und dürfen in die Nähe des Fundorts fahren. Doch zuerst muss ich das Auto über das Eis bringen. Wir tauchen ein ins enge, schattige Tal. Irgendwann müssen wir das Auto stehen lassen. Jahrelang hat die Investigativjournalistin versucht, den ungeklärten Fall zu lösen. Es geht ja um einen Mensch, eine Identität. Und der Fall hat ja noch keinen Abschluss so richtig. So, hier geht's hoch zum Fundort. Okay. Warum lässt dich der Fall nicht los? Es ist ja irgendwie der Fall meines Lebens geworden. Ich habe so lange damit gearbeitet, jahrelang. Ich hätte so gern eine Lösung gefunden. Morit hat eine Serie fürs norwegische Fernsehen NRK realisiert. Und dann einen Podcast zusammen mit der BBC gemacht. Ah! Siehst du die Bäume da vorne? Ja. Die hohen, alten Bäume. Gleich davor ist es. Als die Isdal-Frau starb, lag hier kein Schnee. Ups. Dafür regnete es immer wieder. Temperaturen um 5 Grad. So. Wir müssen uns durchkämpfen. Hier ist es. Da lag sie. Da bei den Steinen. Da ist sie gelegen. Umkreist von verschiedenen Gegenständen, so wie ein Regenschirm, Tortenstücke, Wasserflaschen. Und wir machen hier ein Picknick, schon seltsam. Ja, es ist sehr seltsam. Ein seltsamer Ort für ein Picknick Ende November.
Die Polizei hat ja relativ bald gesagt, es ist ein Selbstmord. Überzeugt dich diese Theorie? Also eine der Sachen, die mich immer plagt, sagen wir so, ist, dass man hat Benzin gefunden, aber keine Behälter. Wie ist dieses Benzin hier gekommen und wo waren die Behälter? Ich denke, dass die Polizei sehr schnell haben die Schlussstrich gesetzt und gesagt, Selbstmord, fertig, aus. Das denke ich, das ist eine eher kurze Zeit, also nach nur einem Monat und mit so vielen Fragen offen. Zurück, kurz vor dem Tod der Isdal-Frau. Sie ist stark sediert, mit einem Barbiturat-Schlafmittel. Im Blut hat sie die halbe Menge, die es braucht, um das Bewusstsein zu verlieren. Schauen wir es uns an. Rechtsmediziner Inge Morild zeigt mir den Autopsiebericht von 1970. Morild war damals Student und hörte in Vorlesungen vom Fall. So wurden die Protokolle damals gemacht. Hier das Fazit. Die Todesursache war eine Kombination aus Kohlenmonoxid und Barbituratvergiftung. Interessant, die Isdal-Frau hatte noch viel mehr Schlaftabletten im Magen, die erst zum Teil aufgelöst waren. Sie hatte die Tabletten also in mehreren Dosen genommen, insgesamt 50 bis 70 Stück. Sie starb, bevor das ganze Barbiturat im Blut war. Wäre alles absorbiert gewesen, wäre sie daran gestorben. Noch etwas fällt auf. Bei diesem Halsmuskel gibt es ein Hämatom, verursacht von einem Schlag gegen den Hals. Es könnte von einem Handkantenschlag sein. Oder sie ist gegen einen Ast gefallen. Im Wald, in dem sie lag, ist es sehr schwierig zu gehen. Sie könnte gestürzt sein. Der Bericht kommt zum Schluss. Die Befunde scheinen in die Richtung zu weisen, dass ein Selbstmord vorliegt. Wenn Sie das mit Ihrer Erfahrung anschauen, hätten Sie die gleiche Schlussfolgerung gezogen? Es gibt so viele spezielle Umstände, die es fraglich machen, ob es ein Suizid oder ein Mord ist. Sie denken, es war zu früh zu sagen, dass es wohl ein Suizid sei? Wir schauen den Fall genauer an. Mit dem renommierten forensischen Psychiater Frank Urbaniok. Die Suizidthese der Autopsie sei nicht glaubwürdig. In der Regel ist es ja so, wenn Menschen sich mit Schlafmitteln umbringen wollen, mit Barbituraten, die ja grundsätzlich dafür in Frage kommen, dann nimmt man eine Dosis und nimmt eine hohe Dosis, und um den Suizid dann sicher zu begehen. Aber dass man dann zu verschiedenen Zeiten dreimal das einnimmt, was ja auch eine große Unsicherheit bedeutet, weil man ja das gar nicht so genau ausrechnen kann und wissen kann, wann wirkt das so weit, dass ich das Bewusstsein verliere, bin ich überhaupt noch handlungsfähig, ist es dann wirklich sicher, sich anzuzünden, und es ist eine sehr brutale Art, sich das Leben zu nehmen. Also auch wenn man davon ausgeht, die Person wollte auf Nummer sicher gehen, ist das nicht die Art, die einem dann am nächsten liegt. Das, finde ich, passt aus meiner Sicht hinten und vorne nicht. Bergen. Hier war die Isdal-Frau mehrmals in den Monaten vor ihrem Tod. Wie hat sie sich verhalten? Was wir wissen von Zeugenaussagen und so, von damals, also Polizeidokumente, war sie eine eher zurückhaltende, schüchterne Frau. Sie hat nicht viel gesprochen. Die haben wenig von ihr gesehen. Sie kam zum Frühstück und so in die Hotels und dann war sie wieder weg. Trotzdem ist sie ja vielen Leuten aufgefallen. Also sie war alles andere als eine unauffällige Frau. Ja, aber da denke ich, naja, also ja. Das stimmt. Sie kam irgendwie exotisch vor. Wir müssen uns erinnern, es war 1970. Es waren nicht so viele Touristen. Die Welt war viel größer damals als jetzt. Die Leute waren nicht so viel unterwegs. Und besonders eine Frau, die alleine unterwegs war als Touristin oder was auch immer, das war ein bisschen auffällig.
das Hotel Neptun. Er verbrachte die Isdahl-Frau im Herbst 1970 rund eine Woche. Der Speisesaal sieht noch fast gleich aus wie damals. Hier ist die Isdahl-Frau gesessen. Zum Frühstück und zum Abendessen. Und wir wissen, dass sie zum Abendessen hier mit einem Mann war. Und wie war die Stimmung damals? Es war keine gemütliche Stimmung, es war kein romantisches Treffen, es war eher eine ernsthafte Stimmung. Da wurde nicht viel besprochen zwischen die zwei. Der Mann hat die Dokumente gelesen. Vielleicht war es eher ein Geschäftstreffen oder geschäftliches Abendessen. Was weiß man über diesen Mann? Die Polizei hat sich eher wenig mit diesem Mann oder die anderen Männer, die Isdahl-Frau begegnete, beschäftigt. Und das finde ich eher komisch. Normalerweise, wenn die Polizei zum Beispiel einen Mordverdacht hat, dann ist es ja eher interessant zu wissen, mit wem sie sich getroffen hat und so. Dass die Polizei wenig zu den Männern recherchierte, scheint mir auch seltsam. Da muss ich bei der Polizei nachhaken. Doch zuerst gehen wir ins Hotel, in dem die Isdahl-Frau bis kurz vor ihrem Tod wohnte. Das Hotel Horderheimen. Hier war das letzte ihrer vielen Hotelzimmer. Wie hat sie sich in den Hotels verhalten? Sie ist in unterschiedlichen Hotels eingezogen, hat dann ein Zimmer bekommen und war dann nicht zufrieden mit diesem Zimmer und ist dann zur Rezeption gegangen, wollte Zimmer wechseln. Was ist einfach eine umständliche Persönlichkeit? Ja, aus irgendeinem Grund hat sie mehrmals Zimmer wechseln wollen oder sogar Hotels gewechselt. Zum Beispiel in ihrem letzten Aufenthalt in Bergen. Dann war sie zuerst im Hotel Rosenkranz eine Nacht und dann ist sie hier gegangen zu Hotel Horderheimen und hat sich ein neues Zimmer ausgesucht. Dies da. Und hier hat sie ihre letzten Tage verbracht. Fühlte sich die Isdahl-Frau verfolgt und wechselte deshalb die Zimmer? Wurde sie als Spionin gejagt? Oder litt sie unter Verfolgungswahn? Also man müsste spekulieren, dass es hier eine paranoide Symptomatik gewesen ist, die dazu geführt hat, dass sie alle Brücken abgebrochen hat, dass sie unter falschem Namen durch verschiedene Hotels gezogen ist, weil sie sich verfolgt gefühlt hat, weil sie sich bedroht gefühlt hat. Dass aber das niemand in der Familie aufgefallen ist, dass es vielleicht keine Familie gibt, dass es keinen Arbeitgeber gibt, dem das auffällt. Und da wird es schon wieder schwierig zu erklären, weil da fragt man sich sofort, wie finanziert sie das? Muss sie nicht Unterstützung logistischer Art haben, auch um die falschen Pässe zu bekommen? Das kann sie doch nicht alles alleine gemacht haben. Da müsste man vermuten, sie hat so viel Geld, ist so reich, dass sie sich selbst finanzieren kann. Es ist nichts unmöglich, es gibt nichts, was es nicht gibt, aber das ist doch schon ein sehr unwahrscheinlicher Fall. Die Isdahl-Frau war in der Schweiz wohl mehrmals. In ihrem Gepäck hatte sie ein Nähset des Hotels Regina in Genf und 5,50 Franken. Ein halbes Jahr davor, am 1. April, reiste sie von Stavanger über Dänemark und Deutschland nach Basel. Was machte sie in der Schweiz? Vielleicht lässt sich das Rätsel der Isdahl-Frau hier lösen. In Bern treffe ich den Journalisten Marcel Gier. Ich möchte die Spuren der Isdahl-Frau in der Schweiz verfolgen. Dazu hat Marcel Gier recherchiert. Es ist verflixt. Man ist ganz nah an einer Lösung, hat man manchmal das Gefühl. Und dann gibt es aber doch wieder Widersprüche und es löst sich nicht wirklich auf. Und darum bleibt der Fall wahnsinnig spannend. Wir gehen ins Bundesarchiv. Hier liegen Akten, die uns vielleicht weiterhelfen. Sie sind noch unter Verschluss. Es braucht eine Ausnahmebewilligung vom Schweizer Nachrichtendienst. Es geht um einen der umstrittensten Männer der Schweizer Nachkriegsgeschichte. Die Bundespolizei überwachte ihn immer wieder. François Genoux, ein Bankier und überzeugter Nazi. Auch lange nach dem Zweiten Weltkrieg engagiert sich Genoux für Kriegsverbrecher wie Adolf Eichmann. Über Josef Goebbels sagt Genoux 1978, ich betrachte, dass er der
typischer Held ist. Er ist ein Mann, der an etwas geglaubt hat und der bis zuletzt gekämpft hat und sehr mutig gekämpft hat und der sehr konsequent bis zur letzten Stunde gewesen ist. Der François Chenu ist natürlich als Privatbankier ist er immer zur Verfügung gestanden, um Aktivitäten zu finanzieren, die sich gegen Israel gerichtet haben oder gegen die Juden. So hat er sich auch mit den Palästinensern verbunden. Sie haben ein gemeinsames, quasi einen gemeinsamen Feind gehabt. 1970 ist ein Terrorjahr für die Schweiz. Im Februar stürzt nach einem Bombenanschlag ein Swissair-Flugzeug bei Würenlingen ab. Im September entführen palästinensische Terroristen mehrere Flieger nach Jordanien, einer der Swissair. Die Hintergründe dieser Ereignisse wurden nie restlos geklärt. Im Umfeld von dem ist immer auch der François Chenu. Marcel Giers Vermutung, die Isdal-Frau könnte für Chenu oder eine von ihm unterstützte Organisation gearbeitet haben. Deshalb sucht Gier eine Verbindung zwischen den beiden. Die Spur zu den Palästinensern und konkret zu der PFLP, die hat durchaus eine gewisse Plausibilität. Gerade im Zusammenhang vom Jahr 1970, das Europanetzwerk von der PFLP ist damals aus Paris von einem gewissen Mohamed Boudia geführt worden. Und wir wissen, dass er sehr aktiv eben auch gerade Anfang 1970er Jahre junge Frauen in Frankreich angeworben hat, die wirklich genau das Profil auch von dieser Isdal-Frau treffen und sie auf Missionen geschickt hat. Also wir könnten hier tief eintauchen. Jetzt, hier sind wir. Déplacement durant l'année 1970 de Chenu François. Und das ist auch das Jahr, wo die Isdal-Frau umgekommen ist. Die Reisen von Chenu vergleichen wir mit den Reisen der Isdal-Frau, die sie in Codes festhielt. Ein Teil ist entschlüsselt. Ende Juni bis Anfang Juli war sie in Paris. François Chenu reiste am 26. Juni ebenfalls nach Paris. Zu einem wichtigen Treffen mit Wadi Haddad, einem international gesuchten palästinensischen Terroristen. Und auch mit der Isdal-Frau? Die zwei wichtigen Figuren, die uns interessieren, sind zur gleichen Zeit nicht einfach in Paris gewesen, sondern zur gleichen Zeit nach Paris gereist. Paris ist eine Millionenstadt. Da gibt es ja täglich ganz viele Leute, die in- und ausreisen. Lange dir das als Verbindeglied zwischen diesen zwei Leuten? Nein, das lange mir in dem Sinn nicht. Das ist, ich bewege mich hier auf dünnem Eis. Und es ist für mich wie ein Anfangsverdacht. Der sich erhärtet. François Chenu arbeitete während des Zweiten Weltkriegs im besetzten Belgien. In Brüssel für den Nazi-Geheimdienst. Er bewegte sich mit einem gefälschten belgischen Pass. Auch die Isdal-Frau nutzte mutmaßlich gefälschte belgische Pässe. Zudem verwendete sie auf den Hotelmeldescheinen den Begriff Brüssel-Kreisleitung, der nur im besetzten Belgien im Zweiten Weltkrieg gebräuchlich war. Mal vorausgesetzt, das ist kein Zufall, dann lässt sich immerhin beantworten, ja, wie hat sich die Frau eigentlich die vielen Reisen finanziert? Und der Chenu war natürlich immer bereit, von seiner Privatbank her das zu sponsern, würde man heute sagen, wahrscheinlich. Ja. Was wäre denn Ihr Auftrag gewesen, um nach auf Norwegen zu gehen? Es gibt Mutmaßungen, es gibt Spekulationen, aber ich glaube, da bewegt man sich noch auf einem dünnen Eis. Eine Mutmaßung? Norwegen lieferte damals im Geheimen sogenanntes schweres Wasser an Israel. Dieses brauchte Israel für ein ziviles Kernkraftwerk und mutmaßlich auch für den Bau von Atombomben. Das wäre eine mögliche Erklärung, warum sie PFLP, also die Volksfront zur Befreiung Palästinas, nach Norwegen geschickt hat, um möglicherweise eben die geheimen Schwerwasserlieferungen von Norwegen nach Israel aufzuklären, um Informationen zu beschaffen. Wenn es so einen Zusammenhang gegeben hat von ihr zu der Lieferung von schwerem Wasser, dann ist es denkbar, dass man auf sie von Seiten der norwegischen Geheimdienste auch versucht hat, das als Suizid ad acta zu legen, damit Aufmerksamkeit nicht eben auf die geheimen Schwerwasserlieferungen gelenkt werden. Der Friedhof Möllendal in Bergen. Hier liegt die Isdal-Frau. Mit der Journalistin Moritz Higraf besuche ich ihr Grab. Nach der Suizidpressekonferenz versuchte die Polizei weiterhin, die Identität der Isdal-Frau zu finden.
Anfang Februar 1971 organisierte die Polizei eine katholische Beerdigung. Anwesend Mitglieder des Polizeikorps. Sie wird in einem Zinksarg begraben, der nicht verrottet. Die Hoffnung, die Leiche irgendwann zurückgeben zu können. Hier ist es. Hier liegt sie. Hier liegt sie. Unter diesem Rhododendronbusch und zwischen hier. Aber es gibt keine Markierung, nicht mal ein namenloses Holzkreuz. Gar nichts. Du hast dich ja jahrelang damit beschäftigt, mit diesem Fall. Warum ist es für dich wichtig, da noch einen Abschluss zu finden? Mit den Jahren ist sie ja an mich gekommen irgendwie. Also ist es für mich auch menschlich wichtig geworden, dass ich möchte ihr gern ihre Identität, wenn möglich, zurückgeben. Und am liebsten möchte ich sie heimbringen, dort, wo sie hingehört. Wie hat es begonnen? Wir wollten schauen einfach, ob wir neue Antworten zu diesem Fall finden könnten. DNA ist ja eine Methode, den gab es ja nicht in 1970. Und ich wollte für eine DNA-Probe ihren Grab öffnen, wenn möglich. Und ich habe mit der Polizei darüber geredet und die haben gesagt, also gesetzlich ist es so, dass du musst alles anders probiert haben, bevor wir sowas machen können. Also begann Morit, nach DNA-Spuren der Isdahl-Frau zu suchen. Sie hatte Glück. Das Unispital Bergen lagert seit Jahrzehnten alle Gewebeproben aus Autopsien. So, let's see. Ich gehe wieder zum Rechtsmediziner Inge Morild. Hier sind die Schachteln, in denen wir die Gewebeproben von früher aufbewahren. Ich riskiere hier mein Leben, um sie zu finden. Die Isdahl-Frau war 134-70. Das sind alles Gewebeproben, in Paraffin eingelegt. Das ist wohl Lungengewebe. Man sieht die kleinen Löcher. Aus den Gewebeproben der Isdahl-Frau erstellt die Polizei ein DNA-Profil. Dieses zeigt, sie hat eine europäische Abstammung. Aber die Polizeidatenbanken liefern keinen Treffer. In anderen Ländern findet die Polizei die Lösung alter Fälle in kommerziellen DNA-Datenbanken. Doch die norwegische Polizei sucht dort nicht. Die Polizei Bergen hat mit modernen Methoden nochmals versucht, die Identität zu ermitteln. Aber sie ist auch die Behörde, die verdächtigt wird, 1970 etwas vertuscht zu haben. Ich treffe Nils Jorle Gjøvåg. Er war an der neuen Untersuchung beteiligt. Hat er auch Antworten zum fragwürdigen Verhalten der Polizei nach dem Tod der Isdahl-Frau? Sind Sie einer der Guten, der die Wahrheit finden will? Oder sind Sie einer, der sie weiterhin vertuschen muss? Ich habe nichts mit einem sogenannten Cover-up zu tun. Ich versuche wirklich, den Fall zu lösen. Wenn es ein Suizid wäre, dann müsste es einen Behälter mit Benzin geben. Doch der scheint zu fehlen. Sie fanden Plastikstücke, die eine Art Behälter mit Benzin hätten sein können. Ich bin seit vielen Jahren in der Forensik und habe sehr viele Arten von Suizid gesehen. Wir können nicht in die Köpfe anderer Menschen sehen. Ein Fehler, den wir oft machen, wir denken von unserer Perspektive aus. Wir versuchen, Sachen zu erklären mit der Art, wie wir denken. Aber das ergibt oft keinen Sinn für die Personen, die es machten. Trotzdem glaubt Gjøvåg nicht wirklich an die damalige Erklärung. Es gäbe viele seltsame Umstände und offene Fragen zum Verhalten der Polizei und der Rolle des Inlandgeheimdienstes. Es war voreilig vom Chefermittler zu sagen, er sei sicher, dass sie keine Spionin sei. Es ist seltsam, diese Theorie so früh aus dem Spiel zu nehmen.
Die Spionagetheorie ist sehr stark, wenn wir zurückblicken und daran denken, was 1970 los war. Sie denken, das wäre die wahrscheinlichste Erklärung. Wenn ich darüber nachdenke, was sie alles getan hat, um zu verbergen, wer sie war, wie sie reiste, ich denke, das ist eine sehr starke Theorie. Glauben Sie, dass es eine Vertuschung war? Ich weiß nicht, was damals zwischen dem Inlandgeheimdienst und der Polizei lief. Ich denke, sie waren stärker involviert, als sie uns sagen. Mehr als sie auch heute sagen. Ja, das denke ich. Per Schiff reiste die Isdal-Frau von Bergen nach Stavanger. Ich reise auf ihrer Route. Was machte sie in Norwegen, einem NATO-Land mit direkter Grenze zur Sowjetunion? Eine mögliche Antwort: geheime Raketentests, gleich neben Stavanger, beim Zweitweltkrieg Fort Wigdell. Norwegen fürchtet eine sowjetische Invasion und entwickelt eine neuartige Waffe. Diese Rakete soll den möglichen sowjetischen Angriff abwehren. Es ist das geheime Penguin-Programm. 3, 2, 1, ein Infrarotsuchkopf steuert die Penguin-Rakete selbstständig ins Ziel. Es ist die erste Anti-Schiff-Rakete der NATO mit dieser Technologie. Ein wichtiges Spionageziel. Ein Geheimdienst hat verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Werkzeuge, die er einsetzen kann. Natürlich, wenn er so entsprechende Manöver oder jetzt eben auch Waffen wie die Penguin-Rakete möchte aufklären. Optimal wäre natürlich, wenn man einen Insider könnte rekrutieren. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen norwegischen General oder wenn man den könnte quasi als Doppelagent, als Maulwurf rekrutieren, das wäre absolut die Top-Preis. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten. Man kann natürlich auch einfach mal eine Agentin auf gut Glück losschicken, zum Beispiel in diesem Fall jetzt nach Norwegen, nach Stavanger, und ihr den Auftrag geben, sie soll möglichst nahe an die Manöver ankommen, möglichst versuchen, die zu beobachten, vielleicht ins Gespräch kommen. Und genau das soll hier passiert sein. Der Hafen von Tananger, gleich neben dem Testgelände. Tananger war damals ein kleines Fischerdorf. Hier treffe ich Sverre Roth. Sein Vater Berton war Fischer und spielte möglicherweise eine wichtige Rolle. Mein Vater hatte sein Boot hier. Er reparierte das Schleppnetz und beobachtete dabei eine Frau, die von dort kam und langsam an ihm vorbeiging. Sie war sehr gut gekleidet. Dann schaute sie zu den Booten da drüben und drehte sich um. Ein paar Minuten später beobachtete er, wie sie dort mit einem Offizier sprach. Sie standen eine Weile zusammen, deshalb schöpfte er Verdacht. Was war da drüben? Da drüben waren die Raketenschnellboote des Militärs während der Penguin-Tests. Das 25. Raketenschnellbootgeschwader war an den geheimen Tests beteiligt. Sie feuerten einen Teil der Raketen ab. Dazu waren sie jeweils ein paar Tage in Tananger. Als Sverres Vater vom mysteriösen Tod der Isdal-Frau hörte, erinnerte er sich sofort daran, was er zuvor beobachtet hatte. Er meldete sich bei der Marine und sagte, er habe etwas Verdächtiges gesehen. Was er sah, war vielleicht Monate vor ihrem Tod. Wie konnte er sicher sein, dass sie es war, wenn zwischen seiner Beobachtung und ihrem Tod vielleicht mehrere Monate vergingen? Man kann nie sicher sein, aber er dachte, er habe recht. Warum? Wie viele Frauen, die osteuropäisch aussehen und elegante Kleider tragen, kommen zu diesem Quai? Wie viele sehen gleich aus und sind gleich alt wie die Isdal-Frau? Er war ein sehr guter Beobachter, achtete auf Details. Mein Vater war sich sicher, er hatte keine Zweifel. Sverre nimmt mich mit nach Ulsnes. Ein Marinestützpunkt neben Stavanger.
Dort sei sein Vater befragt worden, nachdem er seine Beobachtung gemeldet hatte. Er wurde aufgefordert, die ganze Sache geheim zu halten. Der Inlandgeheimdienst fand es nicht gut, dass die Geschichte der Isdal-Frau so viel in der Zeitung war. Die Beobachtung meines Vaters musste unbedingt geheim bleiben. Es musste Spionage sein, das sagte mein Vater. Warum hätten sie ihn hierher bringen sollen, wenn es nicht so war? Hi. Hi. Sie dürfen hier nicht filmen. Oh, okay. Zeigen Sie mal Ihre Identitätskarten. Ja, von vorne. ID. Ja. War die Isdal-Frau tatsächlich im Hafen von Tanangar, wie Sverre mir erzählte? Fachleute bezweifeln dies. Etwa weil unklar ist, wann Sverres Vater die Frau hier gesehen haben will. Sehr häufig beseitige Zeugenaussagen sieht man im Nachhinein, wenn man es kann historisch abgleichen kann, dass im Kern einiges an Wahrheit dabei ist und dass die Zeugenaussagen dann ausgeschmückt werden. Dass vielleicht auch die eigene Rolle dann in dieser Geschichte überhöht wird. Das wäre durchaus ein Muster, das wir kennen als Historikerinnen und Historiker. Aber wenn die Aussage so stimmt, dann ist das tatsächlich der einzige Punkt, wo man die Isdal-Frage konkret an einem Schauplatz festmachen kann, wo mit Spionagetätigkeiten, die wirklich konkret auch mit Ostspionage könnte, im Zusammenhang stehen. Es ist eine einzelne Aussage von einer Person, die tot ist, und es ist sehr schwierig, natürlich die Glaubwürdigkeit von dieser Aussage wirklich festzumachen. Der Geheimdienst nahm Berton Rott ernst. Dokumente zeigen, Rott meldete sich beim Marinestützpunkt Uelsnes. Darauf wurde ein Treffen zwischen Polizei, Inlandgeheimdienst und Marine einberufen. Sie stellten fest, die Isdal-Frau und die Raketenschnellboote waren im November gleichzeitig in Stavanger, während Tests mit Penguins vorgenommen wurden. Im April war die Frau auch in Stavanger, als ähnliche Tests durchgeführt wurden. Das Wigdell fort. Ich möchte mehr über das geheime Waffenprogramm erfahren und besuche mit Sverre Rott das Testgelände. Er bringt Thor Erik Hansen mit, einen Kenner der lokalen Geschichte. Norwegen habe eine eigene Waffe entwickeln müssen, denn die vielen Fjords und Inseln machten es für große Kriegsschiffe fast unmöglich, die Küste zu verteidigen. So what they wanted to have was a miss weapon. Sie wollten einen Marschflugkörper, der von kleinen Schiffen abgefeuert werden kann, die sich danach hinter einer Insel in Sicherheit bringen können. Das Projekt war streng geheim. Meiner Meinung nach wurde deshalb der Tod der Isdal-Frau als Suizid deklariert. Hätten Journalisten eine Verbindung zwischen dieser Frau und den Penguins gemacht, wären bei den nächsten Tests unzählige Journalisten hier gewesen. Das Einfachste war, nennt es einen Suizid. Also opferten sie die Suche nach der Wahrheit, dem Schutz des Penguin-Programms. Ja, vielleicht wurde ihnen von oben befohlen, vom Geheimdienst oder vom Militär, den Fall aufzugeben. Das würde heißen, dass sie eine Spionin war. Oder kommt es gar nicht darauf an, ob sie eine Spionin war oder nicht? Korrekt. Es kommt gar nicht drauf an. Ich fahre wieder nach Bergen. Die Strecke, auf der die Isdal-Frau mehrmals reiste. Ebenso die Militärboote. Nach den Penguin-Tests kehrten sie jeweils zurück nach Håkonsvern. Damals und heute Norwegens wichtigster Marinestützpunkt. Bergen liegt nur 7 Kilometer entfernt. Ich gehe ins Staatsarchiv von Bergen. Hier lagern die Akten zur Isdal-Frau. Viele Hinweise deuten auf Spionage. Aber auch ich kann es nicht beweisen. Zudem gibt es andere Erklärungsversuche.
Einen davon vertritt der Archivar Yngve Nedrebø. Zwölftausend Seiten umfassen die Isdal-Akten in Yngve Nedrebøs Archiv. Auch er glaubt nicht an die Suizidtheorie der umstrittenen Polizeipressekonferenz. Aber das mache die Isdal-Frau noch lange nicht zur Spionin. Die falschen Namen, die vielen Reisen, das passe auch zu einer Prostituierten. Wir wissen, dass international tätige Prostituierte fast auf die gleiche Weise arbeiten, mit gleichen Mustern reisen, ihre Namen ändern, damit ihre Klienten ihnen nicht folgen können. Auch ihr auffälliges Verhalten lasse sich mit dieser Theorie besser erklären. Sie versuchte, die Menschen zu kontaktieren. In einem Hotel in Stavanger stellte sie einen Stuhl vor ihre Tür. In einem anderen Hotel machte sie ein Schild an ihre Tür. So konnten Leute, die ins Hotel kamen, ohne Probleme ihr Zimmer finden. Hotelangestellte sahen sie mit verschiedenen Männern. Das ist das Verhalten einer Prostituierten, nicht einer Agentin. Aber warum hätte eine Prostituierte gefälschte Pässe? Die Polizei fand gar keinen Pass. Nedrebø geht davon aus, dass die Isdal-Frau keine gefälschten Pässe besaß. Sie habe bloß falsche Namen benutzt und sei mit ihrem echten Pass gereist. Hätte das funktioniert? Vielleicht. Wir haben es da wieder so mit einer These zu tun, die eigentlich dann nur ein oder zwei Punkte erklären kann, aber viele Punkte nicht erklären kann. Also hier ist nicht erklärt, warum schneidet sie die Etiketten aus den Kleidern, warum ist sie am Schluss zwei, drei Stunden unterwegs und geht durch den Wald, warum kommt es dann zu einem Brand, warum nimmt sie die Medikamente. Und ich denke, es gibt viele Theorien, die genannt werden, die halt nur ein oder zwei Punkte erklären können. Und generell sind ja immer die Thesen wahrscheinlicher, die möglichst viel von dem Geschehen erklären können. Hoch über Bergen liegt der Fløyen. Ein beliebter Aussichtspunkt. Mit der Standseilbahn fahre ich hoch. Das Isdal liegt in der Nähe. In diesen Wäldern geschah vor 53 Jahren etwas Wichtiges, ist sich ein Zeitzeuge sicher. Er habe die Isdal-Frau kurz vor ihrem Tod gesehen. Der mittlerweile 79-jährige Ketil Kversøy verbringt einen Teil des langen norwegischen Winters in Thailand. Im November 1970 wanderte er von einer Bergtour zurück nach Bergen. Ich konnte die Stadt sehen, als es dunkel wurde. Ich war allein. Alle anderen hatten die Berge verlassen. Da sei ihm die Isdal-Frau entgegengekommen. In Stadtkleidern. Verfolgt von zwei Männern, die 10 bis 15 Meter hinter ihr gingen. Ebenfalls in Kleidern, die nicht in die Berge passen. Die Frau ging wenige Schritte entfernt vorbei. Sie schaute mir direkt in die Augen, bewegte ihren Mund, aber sagte nichts. Sie schaute zurück. Die Männer, die ihr folgten, sagten auch nichts. Sie sagten nicht Hallo, wie wir das in den Bergen oft machen. Sie hatten einen hölzernen Gesichtsausdruck. Sie gingen so nah an mir vorbei. Ich spürte, sie würden ihr das Leben nehmen. Ich war mir sicher. Als ich runterging, hatte ich ein sehr schlechtes Gefühl. Dieses Gefühl, diese Bilder sind in meinem Kopf eingebrannt. Ihr Gesicht. Sie hatte Angst, große Angst. Ich kann sie jetzt sehen. Ich kann ihre Gesichter sehen. Und ich spüre, wie ich schockiert war, dass ich vorbeigehen konnte, ohne etwas zu tun. Es war ein großes Problem. Ist es immer noch. Ich bin ein Mann, der Menschen hilft.
aber ich konnte nicht. Er sei überrumpelt gewesen und habe nicht reagieren können. Das Erlebnis beschäftigt ihn. Aber manche Erinnerungen stimmen nicht mit den Fakten überein. Er habe sie an einem Sonntagabend gesehen. Das kann nicht sein. Sie wurde an einem Sonntagmittag tot gefunden und am Montag davor noch lebend gesehen. Der Zeuge ist mit seiner Beobachtung aufgrund der Emotionalität glaubwürdig. Das ist ja keine Erinnerung, die im Nachhinein kommt, sondern es ist eine Erinnerung zu dem Zeitpunkt, in dem das passiert ist. Und dass diese Erinnerung dann noch sehr lebendig ist, weil sie mit Emotionen verbunden ist, weil man weiß, was nachher passiert ist, das spricht dafür, dass diese Erinnerung sehr zuverlässig ist. Auch wenn die Logistik oder die theoretischen Dinge, das theoretische Koordinatensystem, wie zum Beispiel das Datum, nicht stimmt, sondern wichtiger in dem Fall ist das konkrete Erlebnis, die Beobachtung, weil das wird der Teil sein, der stark abgespeichert und emotional unterfüttert gewesen ist. Wenn Ketil Kversøy recht hat, wurde die Isdal-Frau wohl ermordet. Ein Mord, der nie aufgeklärt wurde. Polizei und Geheimdienst werden verdächtigt, ihn vertuscht zu haben, um etwas Größeres zu schützen. Beim Grab der Isdal-Frau treffe ich Knut Hurtnes, den Sohn des damaligen Chefermittlers Oskar Hurtnes. Knuts Vater ist also der Mann, der die umstrittene Pressekonferenz hielt. Auch er war beim Begräbnis der Isdal-Frau anwesend. War er überzeugt, dass sie eine Frau begruben, die Suizid beging? Damals an der Pressekonferenz sagte er, es sei ein Suizid. Aber ich bin nicht sicher, dass er das Gefühl hatte, dass das so sicher sei. Denken Sie, die Polizei wurde damals gehindert, die Ermittlungen durchzuführen? Vielleicht sagte ihm eine übergeordnete Behörde, er solle diese Aussagen machen. Ich weiß es nicht. Ich vermute, wenn Sie ein loyaler Staatsdiener sind und die Regierung sagt, diesen Fall schließen wir, dann denke ich, ist es in Ordnung, das zu machen. Nationale Interessen könnten wichtig genug dafür sein. Oslo, Sitz des Inlandgeheimdienstes. Dieser wusste unmittelbar nach dem Leichenfund vom Fall. Heimlich schickten sie einen renommierten Ermittler nach Bergen. Ich will wissen, warum es keine Anhaltspunkte für Spionage gegeben haben soll. Martin Bernsen kommt aus Bergen und kennt den Fall, seit er ein Kind ist. Nun, als Geheimdienstmitarbeiter, kennt er auch dessen Akten. Da war diese Pressekonferenz, an der Oskar Hurtnes sagte, dass es ein Suizid sei und es keine Spionage gab. Warum sagt die Polizei das, wenn es eine Verbindung zu Spionage gab? Es ist unmöglich zu wissen, warum sie den Fall so bewerteten. Im Nachhinein kann man sagen, die Pressekonferenz scheint seltsam. Natürlich, weil es so viele Hinweise gab. Vielleicht war es zu früh. Oder ihnen wurde befohlen, das zu sagen. Ich weiß es nicht. Ich habe im Archiv nachgeschaut und nichts dazu gefunden. Wurde es möglicherweise nicht aufgeschrieben? Oder ist das unmöglich, dass das geschah? Nichts ist unmöglich. Es könnte sein, dass sie es nicht aufschrieben, dass es nur mündlich gesagt wurde. Es ist sehr schwierig zu wissen. Die Leute, die am Fall arbeiteten, sind gestorben. Man kann sie nicht mehr fragen. Vielleicht riefen sie die Polizei an und sagten, wir wollen, dass ihr es so macht. Aber ich weiß es nicht. Sagen Sie nur, dass Sie es nicht wissen, oder wissen Sie es wirklich nicht? Ich weiß es wirklich nicht. Sie arbeiten beim Geheimdienst. Dieser muss größere Interessen wahren. Vielleicht gibt es immer noch etwas, worüber Sie nicht sprechen dürfen. Worüber wir schweigen, sind die aktuellen Operationen. Dazu würde ich Ihnen nie etwas sagen.
Aber ein sehr alter Fall, über 50 Jahre alt. Ich wüsste nicht, warum ich hier nicht die Wahrheit sagen sollte. Wer war die Isdal-Frau? Warum starb sie hier? Weshalb reiste sie davor in die Schweiz und nach Norwegen? Vieles spricht für Spionage, anderes für Prostitution. Die Spurensuche führte mich zu spannenden Menschen und zeigte mir, wie die Schweiz in den Kalten Krieg und den Nahostkonflikt involviert war. Etwa mit dubiosen Finanzflüssen oder als Drehscheibe für Spionage. War die Isdal-Frau deshalb in der Schweiz? Es scheint wahrscheinlich, aber das heißt nicht, dass es auch so war. Die Isdal-Frau und die Menschen, die mit ihr zu tun hatten, berühren auch heute noch. Selbst wenn viele Fragen offen bleiben. Vielleicht für immer.